Hallihallo und willkommen zu einer neuen Filmreview. Heute mit dem Film The Kitchen, Queens of Crime. Ja, der Film startete jetzt am 19.09.2019. Ist ein Drama-Krimi, geht 1 Stunde und 43 Minuten und Regie hat Andrea Berloff geführt. Und ist ein DC Vertigo-Film. Anscheinend gab es da auch schon irgendwie Comics. Kannte ich nicht. Vertigo ist dann ja auch noch so eine Unterkategorie. Also hat nichts mit Batman oder sowas zu tun. Ist halt eine eigenständige Story, kann man so sagen, ja. Schauspieler haben wir hier Melissa McCarthy als Kathy, Elizabeth Moss als Claire und Tiffany Haddish als Ruby. Mir persönlich war Claire am sympathischsten. Erstmal zur normalen Story, würde ich sagen. Wir haben es hier halt mit drei Frauen zu tun, die halt Probleme mit ihren Männern haben. Außer halt Kathy eigentlich. Der geht eigentlich ganz gut. Denn Kathy, die hat, sagen wir mal so, es wirkt nicht so rosig, aber es passiert ihr zumindest nichts. Claire zum Beispiel, die wird von ihrem Mann täglich regelmäßig geschlagen, hat schon ihr Kind dadurch verloren, sowas halt. Und Ruby, ja, Ruby, die wird halt rumkommandiert vom Mann, sprich halt sowas Klassisches, ey, Alter, hol mal ein Bier. Na, wo sie sich die ganze Zeit denkt, ey Digga, das kannst du dir auch selber holen, ne? Ich bin hier nicht eigentlich deine Mutter, ne? Aber irgendwie lässt sich es doch mit sich machen anscheinend, aber okay, aber am meisten ist halt Claire hier die Geschädigte, finde ich persönlich eigentlich, als diejenige, die geschlagen wird. Die hat halt auch ähnlich wie aus Walking Dead hier, das ist ja auch eine, die von ihrem Ehemann geschlagen wurde und dann später tough wird. Ach scheiße, ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Ist egal. Sie hat hier halt eine große Entwicklung, sagen wir mal so. Diese drei Männer kommen halt alle ins Gefängnis und die Frauen übernehmen dann halt ihr Geschäft und bauen hier halt ihr eigenes Imperium auf. Im Großen und Ganzen halt geht es halt darum, sich das Imperium aufzubauen und dann halt auch zu halten. Natürlich auch Stress mit den ein oder anderen. Haben am Ende noch einen netten Plot-Twist, muss man sagen. Und ich muss halt noch, leichte Spoiler-Gefahr um den Charakter Claire, muss ich hier aussprechen, denn ich habe einfach das Verlangen, über sie zu sprechen, denn sie hat mir echt am meisten gefallen in diesem Film und muss natürlich auch dann das erzählen, was ich geil finde und natürlich auch zum Ende das, was ich bedauere, was aber auch wieder cool war, aber trotzdem bedauere und das führt dann halt zu Spoilern. Darum hier eine Warnung halt raus. Ja, denn Claire, trifft halt hier einen Typen, der halt ein bisschen brutaler ist und sie lernt halt von ihm, wie man Menschen dann halt zerstümmelt und dann halt mordet. Und das gefällt ihr halt richtig. Und das übt sie dann halt auch oft aus, was mir sehr viel Spaß macht, denn ich mag sowas halt gerne, solche Charaktere, ne? Das lädt sie dann halt ein bisschen mehr aus, bis halt der Mann dann halt ja natürlich irgendwann wiederkommt und das dann natürlich damit auch weiterführt mit den Schlagen und sie sich dann halt wirklich auch richtig wehren kann. Und sie wird dann aber kurz darauf selber umgebracht und damit hat sie leider der Lieblingscharakter, also der beste Charakter in diesem Film, auch sein Ende. Ich habe das Gefühl wirklich immer so, die ich am meisten mag, die sind immer futsch. Keine Ahnung, das regt mich dezent auf, aber irgendwie mag ich die Charaktere oftmals auch genau deswegen, weil sie sterben. Wer weiß, ob Logan so geil gewesen wäre, wenn er nicht am Ende das zeitliche sägen musste. Wer weiß. Aber hier ist es leider auch so mit Claire. Aber sie finde ich halt doch wirklich so die coolste aus dieser ganzen Gruppe. Ja, Ruby ist mir persönlich sehr unsympathisch und Katie ist recht normal. Die ist nichts Besonderes, aber auch nicht schlimm. Also die ist ganz okay. Da ist halt das Schöne, dass man Melissa McCarthy halt mal wieder in einer normaleren Rolle sieht und nicht wie früher eher in Comedy-Sachen, sondern halt in einer ernsten Rolle, vergleichsweise zumindest. Ja, also im Großen und Ganzen fand ich den Film recht unterhaltsam, kommt von mir dann auch so eine unterhaltsame 7 von 10 kann man da wohl noch geben. Wer den Trailer halt schon ganz cool fand, kann ja wohl Spaß haben. Ich persönlich habe mir etwas vom Trailer etwas mehr erwartet, als ich dann im Endeffekt bekommen habe. Trotzdem ein unterhaltsamer Film, wer Melissa McCarthy-Fan ist und den Trailer schon ganz sympathisch findet, der kann sich das hier mal gut angucken und es ausprobieren,
Da ist das doch schon lohnenswert genug. Also ist jetzt keine Katastrophe oder so. Ja, aber wer weiß, wie das jetzt so allgemein ankommt. Wenn ihr den jetzt schon gesehen habt, schreibt mir in den Kommentar, was ihr denn von denen haltet. Aber ja, ich habe meine Meinung jetzt schon kundgetan. Vielleicht können wir noch ein bisschen schreiben. Sonst soll es von mir gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.